Mit den ersten Sonnenstrahlen wird der wichtigste Statist des Seminars aufgebaut, das stürzende Pferd. Bertrand Rigouet kennt die Notwendigkeit seines Begleiters. Jeder Reiter fällt, wirklich 100% der Reiter sind schon einmal gestürzt. Keiner kennt die richtige Reaktion beim Sturz. Bevor das Training beginnt, stellt der Stuntman sein Gerät erst einmal vor. Fallen auf Knopfdruck kann mitunter lebensrettend sein. Und es ist der schlimmste Sturz, der eigentlich passieren kann, nämlich kopfüber und das Pferd fällt auf euch drauf. Das ist das, was hier simuliert wird. Und das heißt, da würde man 500, 600 Kilo auf sich drauf kriegen und im Zweifelsfall ist man tot. Und das Ziel ist deswegen, so weit wie möglich vom Pferd einfach wegzukommen, indem man richtig abrollt. Bertrand Rigouet macht erst einmal vor, wie das richtig aussieht. Um die richtige Fallbewegung zu verinnerlichen, beginnen die Teilnehmer mit verschiedenen Purzelbäumen. Wichtig dabei, die Reflexe der Arme müssen geschult werden. Jetzt nach den ersten Übungen habe ich eigentlich einen guten Eindruck, dass man doch eine Chance hat, auch in relativ kurzer Zeit Kontrolle zu kriegen über das, was man macht. Beim Abrollen verliert man schnell die Orientierung. Dennoch muss man auch beim Sturz immer wissen, wo man sich befindet, um seine Reflexe zu kontrollieren. Im zweiten Schritt erhöht eine zusätzliche Matte die Intensität der Fallbewegung. Hände nach vorne und sofort abrollen heißt die Devise. Nee, schwindelig ist mir noch gar nicht, aber mal gucken, was noch kommt. Wenn wir nachher auf dem Pferd sind, wird sich das bestimmt ändern. Auf dem Pferd sitzen die Teilnehmer dann schneller, als sie denken. Wenn jeder die Abrollbewegung verinnerlicht hat, wird der Ernstfall geprobt. Die ersten Versuche sind noch nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Go! 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 Yes! Beim ersten Sturz habe ich mich gefühlt, wie wenn man eine Schildkröte auf den Rücken gelegt hätte. Go! Doch mit jedem Sturz werden die Reiter besser und besser. Die Abrollbewegung beginnt flüssiger zu werden und die Teilnehmer entfernen sich immer weiter von der gefährlichen Stelle. Eigentlich ist es schön, dass man hier mal eine Situation hat, wo man sich damit mal anfreunden kann. Das war wirklich so ein Aha-Effekt. Es geht, man kann sich abrollen und es tut auch nicht unbedingt dann weh. Unterrichtsziel erreicht. Man wird zwar die Stürze nicht verhindern können, aber auch hier gilt, gute Vorsorge schützt vor bösen Überraschungen.